Hallo Leute, ja, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe jetzt hier unten den Workshop aufgemacht, dann das Farming und dann haben wir hier den Farmplot und dann können wir hier schön einen Farmplot ziehen und wollen hoffen, dass da auch was angepflanzt werden kann. Und die Nestboxen habe ich auch geguckt, aber ihr schaut erst das Logo, gehen wir auf den Großbildschirm und dann gucken wir, dass wir die Nestboxen bauen. So, dafür brauchen wir den Dwarfs Craft, den Crafts Workshop. Jetzt ist gerade die Frage, ich habe den aber schon gebaut, ne? Dwarfs Workshop, hier ist der. Add New Task und dann können wir hier oben ja auch suchen und dann machen wir mal Wooden. Nee, warte mal, irgendwas passt hier nicht. Ah, weil das vielleicht in der Großschreibung das Problem ist. Nee, habe ich aber. Auf der anderen Seite ist es auch egal, wie wir das machen. Schreibt man Nest. Ne, dann findet er es tatsächlich nicht. Dann müssten wir. Machen wir Make. Ne, das will er nicht. Ja, das war es wohl mit der Suche hier. Die ist wohl doch nicht so ideal. Dann schauen wir mal gerade runter. Jetzt will ich hoffen, dass ich das auch finde. Bracelet Amulet. Jetzt bin ich total verwirrt, weil, sorry, aber ich habe extra im Internet geguckt und der hat das im Crafts Dwarf Workshop gemacht, aber ich sehe es jetzt gerade nicht. Das ist ja richtig doof. Ah, Wooden. Ah, wir müssen hier noch eine Unterkategorie aufrufen, wahrscheinlich, oder? Da ist die Nestbox. Und Add New Task. Rock. Nestbox. Ich würde die jetzt mal aus Steinen machen, einfach aus dem Grund, weil wir die Steine ruhig dafür benutzen können. Ich mache mal hier so ein Repeat gerade rein und wir haben noch gar nicht die Leertaste gedrückt. Das Spiel läuft, glaube ich, noch gar nicht. Ist hier irgendwo einer? Ja, jetzt laufen welche. Jetzt geht es da schon mal voran. Jetzt ist die Frage, oh, hier unten fängt schon der erste an, was zu pflanzen. Oder? Ja, der bearbeitet den Boden dafür, ne? Okay, Construction läuft und danach müssen wir ja auch noch entscheiden, was hier reinkommt, ne? Und ja, ich habe tatsächlich die Sweet Pots und die Plump Helmets und sowas durcheinander gebracht. Das hatte Tante Mimi mir geschrieben. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das hinkriegen, ne? Also erst noch ordentlich am Arbeiten. Hier werden Nestboxen gebaut. Ah, jetzt habe ich den Dingens angeklickt, den Jungen. Eine ist hier drinne. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt haben wollen. Slate Nestbox, analysiert Nestbox, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in unseren Hühnerstall. Na, warte mal. Gehen noch mal hier hin. Und das können wir jetzt auch abbrechen, weil wir haben ja nur zwei Hühner erstmal. Da brauchen wir nicht mehr oder so, ne? Ich weiß nicht, ob ihr die Musik hört. Der Nachbar, der tickt wieder durch, ne? Wahrscheinlich wieder Drogen genommen und merkt gar nicht, dass es laut ist, ne? Die Musik. Ein ganzes Haus weiter übrigens, ne? So, wer wollten jetzt die Nestboxen aufstellen? Place. Lief nie unter Furniture. Jetzt bin ich da auch wieder überfragt. Constructions. Nee. Also der hat mich jetzt gerade wieder total durcheinander gebracht. Cage. Traps. Workshops. Nee. Set Building Route on SSL. Nee, das wollen wir nicht. Constructions muss es doch sein, oder? No. Workshops. Farming und Nestbox. So war's. So, jetzt weiß ich allerdings nicht, wo das hier sein muss, aber da die hier alle so rumlaufen,
bauen wir die da einfach jetzt mal hin. Und das nächste auch noch. Workshop, Farming, Nestbox. Die zweite da auch hin. So, und wie viele Hühner hatten wir? Eins, zwei, oh, drei haben wir sogar. Das heißt, wir sollten vielleicht noch eine bauen. Und Küken laufen da auch schon rum oder war das gerade? Weiß ich nicht. Okay, wir gehen nochmal hier rein und machen nochmal Rock Nestbox. Wenn wir schon drei haben, dann lass uns noch eine mehr bauen. So, Schlafbereich haben wir. Hier haben wir das Depot. Wir brauchen noch hier unten jetzt. Können wir alles anklicken? Leaf Follow. Ne, wir können leider nicht alles. Dann lass uns Plump Helmets anpflanzen. Aber warte mal, das ist im Winter jetzt. Plump Helmets. Plump Helmets. Und Plump Helmets. Gut. Und die sind auch schon kräftig dabei, oder was? Naja, wollen wir hoffen, dass das auch was wird. Und da sie hier das anpflanzen, ist der Boden also dafür geeignet. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin. Machen das nochmal. Oh, schade. Jetzt muss ich nochmal zählen. 2, 4, 6, 8, 9. So haben wir es. So, dann kann da auch ausgehöhlt werden. Ich hoffe, dass da auch noch was ist. Reicht das hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, das wäre nur ein 7er Feld. Dann möchte ich das nicht machen. Zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und schauen, ob das klappt. Alle sind am Dingens. Ja, was wir tun sollten, wäre jetzt eigentlich administrativ tätig werden. Task. Work Orders. Ne, wo war das? Jobs, ne, oder? Ne. Okay. Tasks. Creatures. Active Work Orders. Work Orders are used to automate tasks in workshops. These work orders are set to complete more of tasks and then be given start conditions. For instance, you can create an order to make wooden bins of your out of empty ones to try. Achso, das ist das, ja. Das ist das. Aber das ist nicht das, was ich möchte, glaube. Nee, das ist das Verkehrte. Ich möchte eigentlich sagen, dass die Farmarbeit nicht von jedem gemacht werden, sondern nur von bestimmten Personen. Places? Nee. Labor? Nee. Automate Tannery, Automate Kitchen. Use any closes, automatic weaver or sweets, ne? Gather food. Das ist sie auch nicht. Work Details? Nee. Planter sind es gerade alle. Ah, hier sind wir auf jeden Fall schon mal richtig. Das ist alles verboten. Also die Samen darf man nicht nehmen, ist klar. Und Drinks ist okay. Nee, ist nicht okay. Das darf auch nicht verkocht werden, oder? Die Eier können gekocht werden. Ja, das kann gekocht werden.
Das kann Plumpelmets nur zum Dingens machen. Die wollen wir nicht veressen, sondern die wollen wir verkochen. Würde ich jetzt mal so sehen. Gut, da wollte ich auf jeden Fall schon mal hin. Und dann aber noch Work Details. Ich komme jetzt. Standing Order. Ah, da ist es. Only Farmer Harvest. Das war das, was ich haben wollte. Weil die das besser können, ne? Da kommen mehr bei rum. So, buddelt noch keiner? Was machen die jetzt hier? Ja, eigentlich müssten wir ja auch gucken, dass wir unseren Wagen mal auflösen, ne? Remove this building. Slider to removal. Da kriegen wir noch ein paar Rohstoffe raus. Was machen die Nestboxen? Sind die geclaimed von den Hühnern? Sieht so aus. Ah, wir können ja noch eine mehr bauen. Workshop, Farming, Nestbox. Wir hatten ja noch eine nachgeholt. Und dann bauen wir die da auch noch hin für. Ach, das ist noch einer. Das sind vier. Nee, das war es auch nicht. So komme ich näher ran. Ach, das ist gar kein. Das ist ein V oder was, ne? Lupien. Und das ist eine Ente, ne? Ein Huhn. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Haben wir den auch mitgenommen? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, ich darf nicht ohne Steuerungstaste das bewegen. Gut, das heißt, wir machen hier noch mehr. Rack, Nestbox. New Task macht dann noch mal eins. Lass uns zwei noch weitere machen. Ich glaube, da waren noch zwei Hühner. Gut. Was haben wir denn jetzt hier alles noch so? Left click for recent and exempt options. Right click to disable. The merchants from will be leaving soon. Ach so, die sind ja schon weg. Ja, weg. Dann weg. You can recenter und dann. Some immigrants have arrived. Okay. Das heißt, wir sind mit der Population jetzt bei 14. Das heißt, stopp mal. Jetzt sollten wir vielleicht mal langsamer machen. Jetzt haben wir hier natürlich, ja doch, da können wir noch ein paar Betten reinhauen, ne? Carpenter ist draußen. Add new tasks. Make bed. Machen wir ein paar mehr. Make wooden wheelbarrows, die können wir jetzt mal abbrechen. Und lass mal weiterlaufen. Er ist jetzt allerdings da nicht mehr in dem Shop. Er ist raus. Ja. Wir müssten dann auch gucken, dass wir lagertechnisch was weitermachen. Hier ist nämlich noch nichts passiert. Hier machen wir mal einen Stockpile hin. So. Accept. Und da soll Steine rein. Das passt dann schon. Und da ist jetzt ein Wheelbarrow reingekommen. Okay. Er holt jetzt mit dem Wheelbarrow den ersten Stein, das ist auch gut so. Hier ist die Brewery, aber hier wollen wir auch einen Stockpile machen. Mit fertigen Sachen. Okay, nochmal klicken. Vielleicht ist es doch ein bisschen klein geworden. Ah, jetzt habe ich den Logo nicht gemacht. Accept und Stone, Weapons, Wood. Finished Goods. So, vielleicht sehen wir jetzt, was da reinkommt oder nicht reinkommt. So, Distille. Add. Brew Drinks from Plants. Und immer machen. Und hier auf jeden Fall. Für
Läuft das unter Food? Ich glaube ja, ne, oder? Depends the stockpile. Toggle whether the stockpile can detect it from anywhere or an, ja. Ja, weiß ich nicht. Dann müsste ich ja jetzt aber sagen, wo. Ein Asset from which workshop? Okay. Choose a stockpile to which the selected stockpile will give items. Choose a stockpile from which the selected stockpile will take items. Ja, das ist jetzt aber irgendwie falsch. Oder läuft das unter Stockpiles? Still. Ja, weiß ich nicht. Ist das jetzt schon ausgewählt? Ich glaube schon, ne, oder? Ja, wir werden sehen. Er bringt es da, glaube ich, rüber, oder? Auf jeden Fall sind die Fässer da alle hingebracht worden. So, gucken wir weiter. Hier unten ist schon mal ausgewählt worden, aber leider, leider ist hier unten wieder Stein. Und da hat er noch nicht mal fertig gemacht. Aber ist nicht schlimm, da können wir auf jeden Fall ein Lager machen. Hier wird ordentlich gemacht, das ist schon mal gut. So, was wir auf jeden Fall machen müssen, ist weitere Lager hier, beziehungsweise Räume für unsere Produktion, ne? So, hier war das, jetzt müssen wir da noch einen Stockpile machen für Lamp Helmets. Custom. Food. Pressmatter Extract. Extract sind das, glaube ich, nicht, oder? Das ist Öl. Das ist Milch und sowas. Seeds ist klar. Nee, das ist es nicht. Plants, das müsste doch da sein, oder? Plump Helmets da. Und dann ist das schon erledigt. Dann sollten die da reinkommen, ne? Und dann ist das soweit fertig. Drinks vom Plant. Okay. Sind das hier? Nein, das sind irgendwelche Viecher. Aber hier sind jetzt Plump Helmets drin. Na genau, dann sehen wir, dass da auf jeden Fall genug da sind. Das ist schon mal gut. Was haben wir denn hier an der Wand? Weiß ich auch noch nicht. So, da unten wäre schön, wenn der hier noch fertig gemacht werden würde. Dann könnte ich da auch noch was weitermachen. Klappt jetzt nicht so wirklich, ne? So, hier wird auch, doch, da baut er jetzt gerade. Okay, das ist ja schon mal gut. Dann müssen wir gucken, dass wir da was reinkriegen. Hier soll die Küche hin, oder? Erstmal so provisorisch. Und dann müssen wir weiterschauen. Wir können aber hier nochmal gucken. Some migrants have arrived. Achso, wir brauchen immer noch Betten. Die haben wir ja schon geordert. Furniture. Beds. Select material after placement. Use closest material. 1. Was musste ich drücken, damit er das wiederholt? Shift oder was war das? Nee. Furniture, Bed. Macht er gar nicht. Keep building after placement, das ist es. So, das sind 4, 5, 3, 2, 4, 5, 6, 7. Jetzt müsste es passen, oder?
So, dann haben alle erstmal ein Bett. Wir müssten dann noch gucken, dass wir die. Wir haben noch zwei Hunde dabei, oder? Aber ich weiß nicht, wo sie jetzt sind. Eigentlich waren die beim Wagen, ne? Ist das? Das ist ein Handschuh, okay. Gut, aber wir müssen unseren Eingang noch ein bisschen verbessern hier, weil diese Rampen sollten da vielleicht weg und dann müssen wir hier gucken, dass wir zwei Ropes hinlegen und zwei Hunde dahin haben, ne? Irgendwie so wollten wir das ja eigentlich machen, ne? Und hier ist jetzt schon der Rasen weg, weil die Viecher da ne, zu wenig Grünfläche vielleicht haben. Da müssen wir darauf aufpassen, dass das nichts wird, dass das was wird. Okay, würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Erstmal würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.